Herzlich willkommen am Stand von Onkyo auf der diesjährigen IFA in Berlin. Hier werden sich in wenigen Minuten gleich die Tore für alle Messebesucher öffnen. Aber bevor der große Ansturm losgeht, haben wir noch ein bisschen Zeit, uns am Stand von Onkyo umzusehen. Und deshalb steht hier auch der Fit an meiner Seite, der uns einen guten Überblick über die wichtigsten Highlights dieses Jahr geben kann. Ja, gerne. Fit, als erstes würden mich Neuigkeiten im Bereich Mini-Anlagen interessieren. Kannst du zum Beispiel was zu dieser Anlage verraten? Ja, das ist die neue Onkyo CS545. Das ist ein kleines Mikrosystem mit eingebauten FM-Tuner, mit CD-Spieler, mit USB-Funktion sowie mit eingebauter digitaler Dockingstation für den iPod. Würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Funktioniert die auch für das iPhone? Die geht auch für iPhone, die geht auch für iPod Touch. So kann man klanglich das Optimale erreichen. Diese Anlage hier, die sieht ja sehr stylisch aus. Was verbirgt sich denn alles hinter diesem Design? Das ist die neue Onkyo CBX500. Das ist ein Onkyo All-in-One Audiosystem. Hier ist eingebaut ein CD-Spieler, eine iPod-Docking-Station, ein UKW-FM-Tuner sowie die Möglichkeit zur Verwendung von USB-Massenspeichern. Außerdem sieht die extrem schmal aus. Bei einer Bautiefe von nur 20 cm passt sie auf nahezu jedes Regal. Hier stehen wir jetzt vor einer absoluten Weltpremiere. Diese Anlage wird es einstweilen nur auf der IFA zu sehen geben, habe ich gehört. Außerdem erinnert mich die so ein bisschen an die 80er Jahre. Woran liegt es denn? Ja, die Endstufe, die neue Zweikanal-Stereo-Endstufe von Onkyo ist designmäßig angelehnt an die bewährte M5090 aus den 80er Jahren. Auch da hat man die beiden großen Peakmeter verwendet, um die Leistung anzuzeigen. In diesem gesamten Konzept haben wir hier auch noch einen Vorverstärker, der digital arbeitet. Wir haben digitale Eingänge, wir haben einen PC-Anschluss sowie einen hochwertigen CD-Spieler mit sehr, sehr aufwendigen Wandler. Diese ganze Kombination stellt die Top-Anlage im Onkyo Zweikanalsegment dar. Warum trennt man denn nun Vor- und Endstufe? Worin liegt da der Vorteil? Eine Trennung zwischen Vorverstärker und Endstufe ist immer sinnvoll, wenn ich sehr, sehr hochwertige Lautsprecherboxen im Programm habe, um die optimale Klangqualität zu liefern. Pitt, bei unserem kurzen Rundgang vorhin hast du mir erzählt, hier steht jetzt die Königsklasse im Heimkinobereich. Kannst du mir noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Bei dem Gerät handelt es sich um einen Prozessor-Vorverstärker ohne eigene Endstufen. Die Endstufen sind ausgelagert in diese große separate Endstufe. Das ist immer nötig, wenn man großes Heimkino machen möchte, wenn man große Lautsprecher anschließen möchte. Hier handelt es sich, wie gesagt, nur um den Prozessor-Vorverstärker. Er dekodiert, das ist die Schaltzentrale, an die man dann die einzelnen Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver und so weiter und so fort anschließt. Kommen wir zu den AV-Receivern. Für die hat Onkyo ja auch schon besonders viele Preise eingeheimst. Hier steht das größte Modell dieses Jahr auf der Messe. Und besonders interessant fand ich eigentlich die Rückseite. Kannst du uns hierzu was erzählen, Pitt? Was kann ich denn hier alles anschließen? Ja, der TX-NA5008 ist das Flaggschiff in der Serie der Receiver mit eingebauten Verstärkerstufen. Wie man sieht, hat man hier alle Möglichkeiten, Lautsprecher in mehreren Zonen auch anzuschließen. Wir haben natürlich hier jede Menge HDMI-Eingänge, HDMI-Ausgänge für Beamer, für Flachbildschirme, sodass anschlussseitig keine Wünsche offen bleiben dürfen. Hier stehen wir jetzt vor den aktuellen AV-Receiver-Modellen von Onkyo. Pitt, kannst du uns ein bisschen was zu den Unterschieden bei den Einzelmodellen sagen? Ja, grundsätzlich unterscheiden sich die AV-Receiver bezüglich der Leistung, bezüglich der Ausstattung, sodass man einfach schauen muss, was man für Lautsprecher verwenden möchte, in welchem Raum man sich befindet und dann den passenden AV-Receiver heraussuchen. Wie sieht es mit 3D aus? Das ist ja auf der diesjährigen IFA ein omnipräsentes Thema. Auch bei Onkyo ist 3D ein Thema. Alle unsere AV-Receiver sind 3D-fähig. Super. Und jetzt sehe ich noch ein Stichwort Internetradio. Wie sehen da die Funktionalitäten aus? Internetradio ist, wie gesagt, in allen Onkyo AV-Receivern integriert, die netzwerkfähig sind. Das fängt an beim TX-NA708. Wir haben bereits hier volle Netzwerkkompatibilität. Wir haben Internetradio entweder mit frei zuordnenbaren Stationen oder aber über Portale wie Tuner, Napster, Last.fm, sodass auch da bezüglich der Bedienung kein Wunsch offen bleibt. Im Übrigen hat man auch vollen Zugriff auf Netzwerkspeicher wie Netzwerkfestplatten, sodass Sie Ihre gesamte Musiksammlung
ablegen können und drauf zugreifen können über den Onkyo. Onkyo hat ja nicht nur einzelne Komponenten im Angebot, sondern auch komplette Heimkinopakete. Und das hier ist sogar THX-zertifiziert? Richtig, das ist das Topmodell der Onkyo Heimkino-Systeme. Wir haben THX-Zertifizierung bei AV-Receiver und beim kompletten Lautsprechersystem. Das garantiert bestmögliche Klangqualität im Heimbereich. Das hört sich ganz schön teuer an? Auf gar keinen Fall. Es ist ein sehr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und speziell für Einsteiger konzipiert. Bitte zum Abschluss noch eine Frage. Was verbirgt sich hinter diesem Gerät? Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist unsere HTX 22. Das ist ein aktiver Subwoofer mit wahlweise 2 Satelliten oder 5 Satelliten für echten Surround Sound. Das kompensiert den schlechten Klang der meisten flachen Fernseher. Schlechter Klang gehört ab sofort der Vergangenheit an. Na, das war doch wirklich ein gutes Abschlusswort. Das waren natürlich noch längst nicht alle Produkte und Highlights, die es bei Onkyo am Stand zu sehen gibt. Aber die Messe hat ja auch gerade erst angefangen und wir freuen uns über viele Besucher am Stand.